Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Pokémon Platin Together. Moment, ich pausiere mal ganz. So, dann können wir wieder weitermachen. Es hat nämlich gerade Steam gemeint, TeamSpeak gemeint, sich in den Vordergrund zu stellen. So, oh Lucius, kannst du mir bitte helfen? Ich muss durch diesen Tunnel. Gehst du mit mir da durch? Charlie, kenne ich nicht. Naja, ist ja auch egal. Wir haben einen Begleiter, der heilt unser Pokémon. Und das ist alles, was wir wollen im Endeffekt. Ich denke, Stärke, Topschutz sollte noch aktiviert sein. Wenn nicht, müssen wir gleich mal schauen, dass wir den ausrüsten. Jetzt finden wir aber erstmal durch diese Höhle hier durch. Was unser Ziel für diese Folge auch sein wird. Oh, wir haben Arcani. Achso, ich habe schon gedacht, seit wann haben wir Arcani? Ist jetzt nicht cool gewesen, aber das ist auch nur ein Pokémon von unserem Begleiter. Leider. Wir können Flammenwurf, das sollte auf Metang eigentlich ganz stark sein. Ich könnte mich natürlich auch irren. Ja, jetzt ist die Frage, inwieweit hilft uns Arcani? Ich weiß nämlich überhaupt nicht, was rechte Hand bringt. Und Knogga boostet sich mit Schwertanz, den sollen wir aber eigentlich mit einer... den sollten wir mit unserem, wie heißt, mit unserer Psycho-Attacke besiegen können. Arcani benutzt wieder rechte Hand. Und trifft nur Arcani, was kein Problem für uns ist. Reicht leider nicht aus. Moment, ich habe hier Geist benutzt und nicht. Rängeschmiede boostet uns. Machen wir einfach mal Sondersensor. Geht alles daneben, okay. Wahrscheinlich wegen dichten Nebel. Und der hat einen Volltreffer. Ich wundere mich schon, warum das so viel Schaden macht. Im Endeffekt ist das auch scheißegal, weil unsere Begleiterin uns ja eh wieder heilt. Der geht auf Arcani, oder? Ne, der geht auf uns. Aber das sollte nicht ganz reichen, hoffentlich. Ah, obwohl Energieball ist ja... Energieball, ist das nicht auch eine... Pflanzenattacke? Eigentlich sind hier noch alle 59. Dann checken wir einfach mal. Wir haben... Ah doch, Chris, aber der ist schon zu hoch. Machen wir einfach mal Wendigo. Und die Stachelbombe auf Kapaloris. Samenbombe, nicht Stachelbombe. Das ist Boden, Bodenkampf, Boden, normal, ist nicht Kangama, war früher glaube ich einfach nur ein normales Pokémon. Ach komm, wir machen einfach Aeroass und in der Hoffnung, dass Arcani es besiegt.
Okay, das hat jetzt eigentlich gar nichts gebracht, die Runde. Dann machen wir doch nochmal unsere Samenbombe. Obwohl unsere Käferattacke die stärkste sein sollte. Jetzt gegen Kangama. So, alles geht daneben. Dann ist es ja egal. Kangama ist verwirrt. Oh, jetzt verletzt sich selber, oder? Ja. War irgendwie klar. Können wir nicht irgendwie, aber wir haben Auflockern gar nicht dabei. Oh, ich denke, ich sehe schon, was wir hier. Achso, wir können gar nichts eröffnen, stimmt. Aber den Schutz, den können wir noch weiterhin benutzen. So. Das hier scheint ein Labyrinth zu sein, okay. Aber das dürfte jetzt auch nicht allzu schwer sein, um es zu lösen. So, Stärke haben wir doch dabei, ja. So, jetzt können wir da lang oder da lang. Komm, gehen wir mal erst da unten lang. Da wäre wahrscheinlich einfach nur ein zweiter Ausgang gewesen. Okay, dann machen wir als erstes wir Finns kaputt, weil es schien so, als hätte die einen nur ein Pokémon dabei. Wenn ich mich nicht irre, war Psycho stark gegen Geist oder was umgekehrt. Okay, Pamelin trifft nicht, Fensterfaust sollte nicht allzu stark sein. Ja. Benutzen wir Flammenwurf, das sollte, glaube ich, nur, obwohl Sondersensor ist auch nicht schlecht, aber ich glaube, Flammenwurf hat 100%ige Trefferchance. Bei Sondersensor bin ich mir auf keinen Fall sicher, was das für eine Trefferchance hat. Ich meine, durch den dichten Nebel scheint ja eh alles gesenkt zu sein, von daher ist das, denke ich, eh egal. So, machen wir mal einfach Geist gegen Psycho, dann sehen wir ja, ob beides gegeneinander stark ist. Wir müssen natürlich treffen. Jupp, Geist war stark gegen Psycho und Psycho ist ganz normal gegen Geist. Und wie sieht's mit Geist gegen Geist aus? Dürfte auch stark sein eigentlich. Ja. Akani ist halt extrem nutzlos. Oh, greift sogar an. Und werden Level 60.
So, den tauschen wir mal nach hinten und holen einfach mal Nick nach vorne. So, ich wollte hier unten lang. Da gibt's nichts, oder? Dann könnten wir hier lang, das ist halt die Frage. Wie wollen wir gehen? Ich meine, für den Weg haben wir uns jetzt eh schon entschieden, also gehen wir den auch fertig. Findest du auch das Spalter? Ne? Aurasphäre auch nicht. Dann gehen wir mit Kampf auf. Forstelka drauf. Organik geht mal wieder daneben. Gegenschlag bringt nichts, weil wir nicht angegriffen hatten. Und Hippoterus sollte Boden sein. Aber einiges aushalten. Von daher gehe ich nicht davon aus, dass wir das mit einem Schlag hätten besiegen können. Skaraborn müsste eigentlich... Na okay, wird doch nicht besiegt, okay. Der Gegenschlag ist jetzt schon stärker. Der geht sicherlich auf mich. Dann besiegen wir einfach mal alle drei. Akane trifft es auf jeden Fall, aber das andere Hippoterus müsste eigentlich auch besiegt sein jetzt. Und dadurch, dass der Sandsturm tobt, sind doch Bodenattacken eh stärker, wenn ich mich nicht irre. Also warum benutze ich es jetzt nicht einfach nochmal? Gyarados kann fliegen, aber das ist egal. Solange wir Mashomai treffen. Okay, ist doch nicht stark genug, so, also zumindest nicht so stark, wie ich es erhofft hatte. Und beim Volltreffer macht Gyarados trotzdem so wenig Schaden. Das ist schon mal von Vorteil. So, Aurasphäre auf Mashomai sollte stark sein. Stark genug sein, zumindest mal um es zu besiegen oder zumindest auf den runden Balken zu bringen. Eiszahn könnte wehtun, tut's aber nicht. So, Turbotempo, Erdbeben, Finsteraura. Versuchen wir es erstmal mit Aurasphäre, weil die bisher immer ganz gut geklappt hat. Na gut, war relativ klar, dass das nichts bringt. Erdbeben sollte uns auch nicht sehr viel Schaden machen. Ich meine, es sollte schon mehr machen als das, was er bisher eingesetzt hat, aber wir sollten es überleben oder auch nicht. So. Nick wird besiegt, aber das ist relativ egal.
Jetzt können wir wenigstens die komplette Erfahrung von Garados an jemand anderes abgeben. Und auch Wendigo ist Level 60, okay. Dann kommt jetzt unser Wooper nach vorne. Und man sieht jetzt halber Neo. Okay, die brauchen wir nicht mehr. Da haben wir nämlich den Ausgang gefunden. Jetzt hätten wir die Option, nochmal zurückzugehen. Oder wir gehen einfach weiter. Machen noch den Trainer, holen da oben das Item und dann können wir auch schon, denke ich, den Part wieder beenden. Problem ist, wir haben kaum noch Feuerattacken, deswegen ist Wupan gar nicht mal so stark. Macht uns einiges an Schaden, sollten wir aber auch wieder ein bisschen heilen. Das sollten wir wechseln, tun wir aber nicht. Versuchen wir es mal mit Nahkampf. Obwohl der eigentlich gar nicht so stark sein sollte. Mit Flammenblitz kommen wir auch nicht weit. Wir können es mit Kraxa versuchen. Aber wir sind jetzt eh besiegt. Oh, ich merke gerade, wir bekommen ja Wupan gar nicht mehr regeneriert. Ohne Items zu benutzen. Werden wir den besiegt. Holen dann auch das Item. Oder ist das auch ein Trainer? Okay, das ist auch ein Trainer. Dann machen wir den auch noch. Und wir hätten eigentlich Kaskade benutzen können. Naja. Ist jetzt alles nicht so effektiv. Toxin ist auch noch eine schwere Vergiftung. Oh. Macht trotzdem nicht so viel Schaden. So, Eisschall war auch nicht so. Die stärkste Attacke gegen Slymog. Dann beenden wir es mit dem Server, der trifft nämlich wenigstens.
Schlurp. Sollten wir eigentlich wieder auf Chris wechseln. Ja, ist jetzt auch nicht so effektiv. Und er benutzt Feuersturm. Magnaien, da wechseln wir wieder auf Neo zurück. Ich sollte das ja hoffentlich mit einem Angriff besiegen können. Oh, Moment. Ich hab's gerade verwechselt. Na, jetzt auch egal. Machen wir einmal Erststrahl, vielleicht wird's eingefroren. Naja, man hat ja hoffen können. Jo, den hätten wir besiegt. Und damit verabschiede ich mich auf jeden Fall schon mal. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Ich denke, an uns im Team wird noch ein bisschen was geändert jetzt in der nächsten Folge. Und jo, das war's dann. Auf Wiedersehen.